Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute mit meinem Gast, dem Alex Müller, seines Zeichens Stadtrat in Neustadt und da auch Sportbeauftragter. So haben wir uns zusammengefunden, ein paar Rezepte durchzukochen, einfach ein paar Tipps weiterzugeben, was für so eine Sporternährung gut ist. Mittlerweile sind wir beim Fleischgericht angelandet und wir machen gefüllte Curry-Aprikosen-Putenrouladen. Pute oder Hähnchen wird gern gegessen, ein schnell verfügbares, leicht verdauliches Eiweiß. Aber ja, immer nur angebraten und auf dem Salat obendrauf ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und wir möchten heute mal einen anderen Geschmack reinbringen. Und dazu, Alex, brauchen wir erstmal eine halbe Zwiebel gewürfelt. Jawohl, das kriege ich hin. Das kriegst du hin, das ist super. Und du kannst auch den Tunnelgriff, das finde ich total klasse, dass du schon weißt, dass man hier so reinlangt, ne, und die Zwiebel halbiert. Also wir brauchen eine halbe, die du jetzt machst. Jawohl. Wir brauchen dann noch eine, ich mache parallel die Zwiebel für später gleich. Gucken wir mal, wer schneller ist. Wer da die bessere Methode hat für die Zwiebel. Ich habe die Methode von meiner Mutter übernommen. Zumindest versuche ich es immer so zu machen. Look deiner Mutter, schaut gut aus. Ja. Dann brauchen wir weiterhin Rosmarin. Jawohl. Der Rosmarin ist was im Garten jetzt immer noch frisch ist. Also der hat es vorher gut überstanden. Den kannst du einfach mal abzupfen. Jawohl. So abstreifen gegen den Strich. Funktioniert das ganz gut. Den ganzen? Den ganzen. Und dann kannst du ihn auch noch ein bisschen klein schneiden, bitte. Jawohl. Was er überhaupt nicht mag, ist, wenn auf den Kräutern immer mit dem Wiegemesser rumgehackt wird. Das schadet den Kräutern oft sehr. Und drückt alles raus. Drückt alles raus. Ja. Man hat oft den guten Geschmack dann auf dem Brett und so ein glatter Schnitt und lieber dann ein bisschen gröber, ist viel besser. Gut. Dann brauchen wir die getrockneten Aprikosen dazu. Jawohl, muss man die auch klein schneiden. Die müssen wir auch klein schneiden, in der Zwischenzeit mache ich noch die Zwiebel, weil die brauchen wir dann für die Soße. Brauchen wir die alle? Die brauchen wir alle. Unglaublich, ne? Aber wir machen auch, wenn ich jetzt recht erinnere, habe ich in meiner hier 5 Schnitzel oder sogar 6 Schnitzel. Denn wir haben ja heute, wir kochen ja nicht nur für uns zwei, wir haben ja auch das Filmteam heute hier. Und natürlich, wenn ich koche, soll auch mein Mann dann was zu essen bekommen. Das ist gar nicht schlecht. Also wenn, dann machen wir das gleich ordentlich, ne? Dass alle was davon haben. Ja, die Aprikosen, die Zwiebel und der Rosmarin, das werden die Füllung. Man Rouladen kennt man. In die fränkische Roulade kommen rein Gurke, Speck, Zwiebel, Petersilie. Und wir machen heute in Verbindung mit Curry dann ein bisschen die fruchtige Variante. Oft kennt man es auch, dass dann Ananas mit rein dazukommen. Wir wollen aber versuchen natürlich auch mit unseren heimischen Pfund zu wuchern, das wir haben. Und da ist es mir einfach wichtig, dass wir auch unsere heimischen Äpfel immer wieder mitverarbeiten. Klebt schon an den Fingern. Passt an die Finger, ja. Dann kannst du mal Hände waschen gehen schnell. Darum nehme ich auch immer gern die Teigkarte dazu her. So, die Zwiebeln gebe ich mal schnell hier in meinen Ordnungstopf rein. Dann sind die aus dem Weg. Teigschaber, Teigkarte sind einfach immer tolle Hilfsmittel in der Küche. Alles klar. Da hat man schnell wieder sauber. Jawohl. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Schälchen, wo wir die Füllung. Du kannst jetzt alles rein. Jawohl. Es kommt noch Knoblauch mit rein dazu. Und ich habe oft das Problem, dass der Knoblauch ja zu groß ist, den man kauft. Man kann ihn gar nicht aufbrauchen. Und wenn ich merke, dass er dann weich wird oder nicht mehr so schön ist oder anfängt zu trocknen, dann presse ich ihn auf einmal durch und vermische ihn mit Öl. Und dann habe ich eigentlich immer einen küchenfertigen Knoblauch, den ich verwenden kann. Gut. Das darfst du mal durchrühren, Alex. Jawohl. Dass wir eine schöne Masse haben davon. Dann holen wir uns das Fleisch her. Wie gesagt, ich habe die Putenschnitzel. Und das ist auch ganz schön, ich möchte ja mit der Pute nicht aufs Holzbrett gehen, weil sonst der Putensaft ins Holzbrett reingeht, Geflügel, haben wir oft das Problem mit Salmonellen. Deswegen die Unterlage. Deswegen kann man auch diese Schneidunterlage gut dafür nehmen. Ah, jetzt 5 habe ich gemacht, weil wir heute auch 5 sind. Und mit der Schneidunterlage, die kann man auch in die Spülmaschine reinstellen, dann wird sie richtig heiß gewaschen.
So, jetzt wird das Fleisch, ja, es ist schön, die sind eigentlich schon schön flach geschnitten. Ja. Wenn du jetzt die Pute, wenn man die noch, ja, wenn man es aus dem ganzen Stück rausschneidet oder manchmal bekommt man auch dick geschnittene, dann sollte man immer eine Folie auflegen oder einen Gefrierbeutel, bevor man sie klopft, damit man die Struktur von der Pute nicht verklopft. Sonst hat man nämlich nur ganz schnell Fasern. Fasern, ja. Also wenn man das mit noch im Zusammenhang mit einer Folie macht, dann wird das Fleisch schön flach und man kann es auch gut füllen. Aber das schaut gut aus. Ich salze und pfeffer das Fleisch. Ich habe Salz und Pfeffer hier immer gemischt in einem Streuer drinnen. Dann brauche ich da nicht mit zwei Sachen immer rumtun. Und ich habe es leider schon im Handgelenk, was du vielleicht noch nicht im Handgelenk hast. Wahrscheinlich nicht, dazu koche ich es wahrscheinlich zu selten. Aber dafür, dass du jetzt mal Chili-Mühle benutzen und jedes Fleisch bekommt noch... Jawohl, sehr gut. ...bekommt noch ein bisschen Chili, dass wir noch ein bisschen Schärfe drinnen haben. Chili mag ich, das ist auf jeden Fall gut. So. Schaut ganz gut aus, glaube ich, ne? Schaut super aus. Jawohl. So, dann verteilen wir die Füllung drauf. Jawohl. Darf ich das mal Hand machen? Du kannst den Löffel oder die Hand nehmen. Okay, dann nehme ich die Hand. Und gib da am meisten hin, wo wir anfangen zu rollen. Ja. Denn es schiebt sich dann sowieso immer nach hinten mit raus von der Füllung. Okay, dann kriegt jetzt jeder mal so ein Häufchen am Anfang. Genau, man kann dann beim Einrollen einfach noch ein bisschen Hand anlegen. So, das ist... Ja, und was rausfällt, ist weiter nicht schlimm. Wir haben ja das dann sowieso auch Zwiebel und Apfel noch in der Soße mit drinnen. Also das ergänzt sich dann ganz gut. Gut. Schüssel kannst du einfach rüberstellen und dann fangen wir an, die Rouladen zu rollen. Ich bin mal gespannt, ob wir die auch hinbringen. Ja, das funktioniert ganz einfach. Man kann sie hier, fängst innen schön eng an. Wenn großes, die haben jetzt... Ja, wenn Fransen oder irgendwas davon hängen, die kann man noch ein bisschen mit reinnehmen und mit einrollen. Jawohl. Was beim Stecken der Rouladennadel wichtig ist, ist, dass man sie nicht so reinsteckt. Sonst kannst du nämlich die Roulade in der Pfanne hinterher nicht wenden. Ja. Ne? Sondern immer quer zum Fleisch. Und wenn ich jetzt dann anbrate, dann kann ich es reihum anbraten und habe die Roulade mit dabei. Also kommt bei dem Fleisch überall hin. Ist auch bei der Rinderroulade so, das ist einfach ein Punkt, wo man drauf achten muss. Und wir versuchen jetzt, dass wir da möglichst viel reinrollen. Und wenn wir es nicht schaffen, mit einer Nadel das zuzumachen, dann nimmt man halt eine zweite Nadel dazu. Gut. So, Alex, super gerollt. Damit wir das heute für die Kamera schön machen können, habe ich mir mal die Kochplatte geholt, damit man auch sieht, wie das anbrät. Das ist eine Induktionskochplatte. Ich habe die beschichtete Pfanne drauf. Ich gebe 2 Esslöffel Öl mit rein. Und dann braten wir das reihum an. Öl abmessen ist mir auch immer wichtig. Was schätzt du denn, wie viel Kalorien so ein Esslöffelchen Öl hat? Wenn ich mich auf jeden Fall anschaue, wahrscheinlich zu viel. Ja, kannst du einen Tipp abgeben? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wie ein Glas Cola oder so. Also ca. 100 Kilokalorien, je nachdem wie groß dein Löffel ist. Mhm. Ein Gramm Fett hat ungefähr 9,8 Kilokalorien. Und wenn du da natürlich... aus dem Handgelenk rauslässt, dann hast du mal schnell 200, 300 Kalorien drin, die du eigentlich nicht brauchst und nicht haben möchtest. Auch wenn es ein hochwertiges Öl ist, aber wir nehmen es lieber bewusst zu uns und passen da auf. Und zum Anbraten nimmst du Rapsöl? Zum Anbraten habe ich Rapsöl genommen und zwar jetzt im Unterschied zum kaltgepressten Rapsöl, nämlich zum Anbraten das raffinierte Rapsöl. Okay. Das ist sehr hitzebeständig und kann man gut nehmen. Okay. So, ich denke, es ist gut. Du kannst sie einlegen vorsichtig. Jawohl. Ich hole mal den Pfannenwender. Die Füllung geben wir mit rein. Jawohl. In die Soße kommt jetzt eh noch Gemüse mit rein. Kein Gemüse, Obst kommt rein. Du kannst den nebenbei mal drehen. Jawohl. Dann kommen nämlich die restlichen Zwiebeln mit rein. Okay. Und dann kommen hier noch 2 Äpfel mit rein. Wir versuchen also nochmal das heimliche Obst mit aufzunehmen. Und Apfel ist einfach, ja, jeder kennt das Wort, ein Apple a day keeps the doctor away. Und es ist auch so, dass der Apfel einfach viel mehr Einfluss halten sollte bei uns in der Küche. Und jeder träumt von der Streuobstwiese. Es ist nichts dagegen, sich in seinen Garten auch einen Apfelbaum zu pflanzen. Ich nehme hier wieder den Spitzkugel oder den Dreieckkugel und nehme den Apfel umgestellt.
wieder rauszugehen. Wieder bis aufs Kernhaus runter. Ist mir das zu heiß, weil ich ein bisschen runterstelle? Nein, aber das ist nicht so beständig. Passt schon. Also ich liege mal bevorzugt der Kochplatz hier, aber das ist einfach praktisch heute. So, jetzt geht jetzt gleich die Zwiebel mit rein. Jawohl. Nämlich je mehr ungenutzter Platz in der Pfanne ist, umso mehr Dampf und haben wir hier in der Küche und umso mehr Gespritze und das wollen wir ja alles nicht. Jawohl. So, die Zwiebel. Und den Apfel geben wir gleich mit dazu rein. Den Apfel geben wir gleich mit dazu rein und dann wird meine Zimmer, denke ich, frei um angebraten. Ja, das ist jetzt bisschen. Ja. Und dann würzen wir das Ganze noch mit Curry. Ja. Lassen den Curry ein bisschen mit andünsten. Aufpassen, dass man nicht zu lange brät, dass er nicht bitter wird auch. Und geben den ein bisschen, ja, lassen den ein bisschen mit durchdünsten, andünsten und dann gießen wir Wasser auf und lassen sie circa 20 Minuten am Herd dann heiß werden. Also garen. Okay. Jetzt gibt es die Curry dazu und dann mit Wasser aufgießen und mit Wasser. Genau. Den Curry lasse ich sich noch ein bisschen einzigen. Ja, lasse ich dich noch ein bisschen drehen, ja, dass er ein paar Röstaromen aufbilden kann. Ich hätte mir gar kein besseres Beikochfeuer holen können als dich alle. Warum? Weil ich schon wenden kann? Du kannst wunderbar wenden. So. Also mir macht Kochen Spaß. Ich hoffe, man merkt es. Ja, man merkt es auf jeden Fall. Und ich freue mich immer, wenn ich die Begeisterung des Kochen weitergeben kann, weil was Besseres kann man seinem Körper eigentlich gar nicht tun. Das stimmt. Als was selber kochen, zu wissen, was habe ich für Zutaten drin. Ja. Na, also typische Beispiel ist wirklich dieser Müsli-Riegel, ne? Ja, das stimmt. Da steht zuckerfrei drauf und dann ist an erster Stelle Glucose-Sirup. Da kriege ich einen Hals, ne? Wenn man den Verbraucher für so blöd verkauft. Und was ich schade finde, dass manche Verbraucher das leider nie gelernt haben einzuschätzen, dass die glauben, dass das zuckerfrei ist. Muss man ihnen keinen Vorwurf machen, sie haben es halt nicht mehr gelernt. Ja. Und auch da sind wir mit den Landfrauen ja auf einem guten Weg gewesen, mit der Förderung von unserem Schulfach, Schule fürs Leben. Da versuchen wir jetzt den Kindern wieder so Basics beizubringen, dass das einfach in Zukunft wieder besser funktioniert. Dass jeder mal ein Kartoffelschäl hat, wenn er zum Beispiel, genau. So, ich gieße das Wasser auf. Ja, wir Brillenträger müssen mal den Kopf nach hinten sonst nehmen. Sonst beschlägt es, ne? Ja. So, dann gebe ich den Deckel drauf. Ab und zu mal schütteln. Du siehst, wir haben es jetzt nicht bemehlt. Ja. So kann ich es jetzt unbeaufsichtigt oder ohne, dass ich ständig rühren muss, 20 Minuten am Herd stehen lassen. Und ich, anstatt Mehl, würde man nachher ein bisschen Stärke anrühren, ja, zur Bindung der Soße. Okay, ja, das gut. Und so habe ich aber einfach nicht immer das Gefühl, es brennt mir was an, ich muss aufpassen, sondern so gart es vor sich hin. Und okay, dann können wir die Soße so dick machen, wie wir sie möchten. Und natürlich geben wir noch einen Schuss von der guten fränkischen Sahne mit hinein. Jawohl, gut. Dann schauen wir mal, bis es fertig ist.